und herzlich willkommen hier zu DLPTV. Ja, ich habe mal wieder ein kleines Mini-Let's Play für euch hier rausgesucht. Und ja, was soll ich sagen? Ich hatte eigentlich schon eher angefangen, war eigentlich in einer Maschine drinne, bin aber dann komischerweise nicht abgestürzt. Ich saß dann hier auf dem Pazifik. Ja, und liebe Freunde, was soll uns das sagen? Wir sind abgestürzt und treiben mitten im Meer und hier, unser Freund wartet schon, dass wir irgendwie rauskommen. Ja, ich würde jetzt mal sagen, paddeln wir mal, wenn das geht. Habe aber leicht Angst hier, dass der uns was tut. Ja, paddeln wir mal als Flugzeugbrüchige auf diese Insel hier. Ja, liebe Freunde, ich wollte euch wirklich das noch mit dem Flugzeug zeigen, aber irgendwie hat das bei mir nicht so ganz funktioniert. Ich weiß nicht, ob das an der Alpha-Version liegt. Ja, ob das jetzt ein Bug war oder ich weiß es nicht. Das soll uns jetzt auch mal nicht stören. Wir sind angekommen. Hier auf der einen Insel von den ganz vielen. Ja, ihr seht hier im Hintergrund. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, hier sind viele Inseln verteilt. Man kann ja viel sammeln. Krebse zum Beispiel zum Essen. Man kann sich ein Haus bauen. Ja, hier haben wir noch Stickies. Ganz fein. Und warum habe ich hier ein Meergeräusch? Das ist komisch. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, nehmen wir das Zeug jetzt mal aus der Hand. Was haben wir hier noch Feines? Ja, Wasser. Unser Paddel. Ein Messer. Das ist gut. Ja, könnten wir. Ja, den Sticky nehmen wir jetzt gleich mal mit auf hier. Wir sammeln mal fein. Wie gesagt, es ist noch eine Alpha-Version, also es ist noch in der Entwicklung. Ja, wer The Forest kennt, weiß das. Also es sind die gleichen Entwickler. Dieses ganze Spiel wurde von zwei Entwicklern entwickelt oder noch, ist ja noch in der Entwicklung und bis jetzt sieht sehr, sehr geil aus. Also sehr realistisch. Also kann man nicht meckern. Und ich bin mal echt gespannt, wie weit das hier noch so geht, was man hier noch alles so machen kann, was alles noch dazu kommt. Und ja, das soll mein kleines neues Mini-Let's Play sein. Weil ich zurzeit nicht so viel dazu komme, große Let's Plays aufzunehmen. Und darüber habe ich jetzt mal gedacht, naja, nehmen wir jetzt mal ein paar Mini-Let's Plays auf. Das sind ja wirklich schmackig. Ja? Also kann man nicht meckern, wenn man hier mal auf die Palme hochklettert. Könnte man das vielleicht noch besser sehen. Komischerweise ist jetzt aber das Geräusch vom Wasser weg. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das so gewollt ist. Aber guckt euch doch mal das Meer an. Also, was soll ich dazu sagen? Das sieht einfach traumhaft aus. Hier möchte ich mein Leben lang sein. Ja, hier könnten wir noch hochklettern. Könnten wir uns noch leckere Kokosnüsse abzweigen, die man natürlich auch einsammeln könnte. Ja. Hier haben wir noch ein Feuerchen, das wir jetzt gerade weggeschmissen haben. Das war nicht so gut. Das müssen wir jetzt mal gleich wieder einsammeln. Ja, hier haben wir unser kleines, aber feines Inventar. Leider kann man hier nur 4 Sachen in jedes Feld tun. Das ist ein bisschen wenig. Das ist das Einzige, was ich kritisieren muss. Also wenn man hier wirklich auf Masse gehen will, muss man sich hier einen Lagerplatz bauen, wo man das alles mal hinschafft. Und naja, gut. Nehmen wir jetzt mal hier die Kokosnüsse mit. Man kann auch fischen. Ja, jetzt geht's schon los. Wir brauchen einen Lagerplatz. Suchen wir uns mal einen schönen aus, wo wir noch was bauen können. Würde ich doch gleich mal sagen, sieht das doch alles sehr gut aus hier. Dann würden wir doch mal gleich ins Menü gehen. Würden hier diese schöne Kokosnuss nehmen und da postieren. Gut.
Ja, das sieht aus wie Potato, das sind Kartoffeln. Die könnte man natürlich auch gleich hier hin tun. Die kommt mal wieder zurück hier. Ja, dass alle seine Ordnung haben. Gut, hatten wir schon mal. Das ist unser Kühlschrank hier. Wird man es gleich mal so zählen. Holen wir noch uns die eine Kokosnuss, wo die jetzt auch immer ist. Hier, noch zwei sind hier. Wunderbar. Ja, gleich zeige ich euch das, was man damit noch machen kann. Den haben wir gleich noch den Sticky mit. Und tun wir den noch hierher. Genau. Jetzt nehmen wir mal schön unser Messer und werden mal sehen, dass wir das Zeug auch essen können. So, jetzt ist es auf dunkelbraun geworden. Wir haben die Schale entfernt. Jetzt haben wir noch das. Ja. Warum geht das jetzt nicht? Ach, jetzt. Genau, und jetzt haben wir das so schön aufgemacht. Werden wir in unser Menü gehen und dann können wir das auch schön essen. Ist das nicht herrlich? Hier sehen wir noch unsere Uhrzeit. Darüber können wir auch noch gucken, wie unser Gesundheitszustand ist. Und. Liebe Freunde, ja. Wir schauen mal, was wir so noch so Schönes sammeln können. Wir brauchen zumindest mal ein Feuerchen. Ja, unser Lagerplatz ist hier. Das sieht gut aus. Haben wir noch ein paar Stickies, die wir da hin tun könnten. Dass wir alles so wunderschön da hin tun können. Ja, wunderbar. 1, 2, 3. Und wir bräuchten mal. Oh, hier, das können wir auch enden. Vulkarpalme. So. Die können wir auch aufsammeln. Da können wir nämlich auch. Ja. Craften. So. Mitgenommen. Haben wir noch eine. Ja, hier haben wir noch eine. Also wir können aus vielen Sachen etwas bauen, was ich sehr gut finde. Haben wir noch ein Sticky? Ja, hier haben wir noch ein Sticky. Wunderbar. Dann werden wir noch ein Stein. Steine sind erst sehr selten. Das werden wir noch kennenlernen. Und dann werden wir mal unser Menü aufrufen. Haben wir noch ein Sticky, den tun wir noch mal hier her. So, klack. Noch zwei Steine oder drei Steine. Genau, und jetzt haben wir noch diese wunderschönen Seile. Ja, einen tue ich gleich mal hier hin. Ja, dann bräuchte man, tun wir den gleich noch hier hin. Und nehmen uns mal noch so ein Sticky mit hier. Hauen den mal hier drauf. Und dann brauchen wir noch ein Stein. Genau, ein Rock. Ein Rock. So. Genau. Und jetzt könnten wir theoretisch bauen. Haut das wieder nicht hin. Hab ich hier was verkehrt gemacht? Ja, wie gesagt, also die Rezeptoren sind noch nicht so ganz ausgefeilt. Aber das wisst ihr wahrscheinlich auch aus anderen Let's Plays. Also ich bin noch neu hier. Ziemlich neu. Ah, jetzt. Jetzt geht's. Wunderbar. Jetzt haben wir uns eine Axt gebaut. Und jetzt könnte man damit nämlich uns eine Palme, ja, fällen, aber ich brauche erstmal zumindest ein Feuer. Dafür weiß ich aber jetzt nicht, wie viel Sticks wir dafür brauchen. Nehmen wir uns mal die Sticks hier und versuchen mal unser Glück. Wo bauen wir denn mal unser Lagerfeuer hin? Ja, das bauen wir doch gleich mal hier hin. 1, 2, 3. So, was brauchen wir noch?
1, 2, 3. Weiß ich jetzt gerade nicht. Müsste ich nachher mal gucken. Ich wollte jetzt erstmal weiter rumgucken. Noch ein bisschen sammeln. Ja, zum Beispiel was Leckeres zum Armbrot. Die sieht doch noch ganz gut aus. Ja, die sind mir noch ein bisschen zu klein. Die geht auch noch. Und ja. Sieht auch noch ganz gut aus. Ich nehme mal mit. So, unser Boot ist natürlich hier. Ja, wie gesagt, das Wasser ist sehr, 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 sehr geil. Also, da muss man eigentlich gar nicht großartig verändern. Ja, wir können hier nach Schiffswracks tauchen. Und schlag mich tot. Da gibt es auch noch viel zu holen. Aber das werden wir in den nächsten Zeitraum sehen. Können wir das hier da an. Ja, sehr schön. Sehr schön. Dann nehmen wir das auch noch gleich mit. Dass wir uns mal einen kleinen Vorrat zusammen sammeln. Dass wir hier ein bisschen was haben. Ja. Also wenn ihr noch viele Bugs seht oder so, dann nehmt das nicht wie übel, weil das ist ja noch eine Alpha-Version. Alles noch in der Testphase, wie dass die Kokosnüsse hier schweben und naja, mein Gott. Gibt Schlimmeres. So, wie gesagt, also wir können ja auch ins Wasser gehen. Dürfen uns bloß nicht erwischen lassen von den Hai. Das werden wir jetzt gleich mal machen. Weil wir haben ja noch nicht gespeichert. Ja, wenn wir dann irgendwann mal so weit sind, könnten wir... Nein! Nein, 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 nein. Da ist ein Hai. Ein böser Hai. Ja, wenn wir dann irgendwann mal so weit sind, könnten wir auch hier Fischnetze auswerfen und unsere Fische ja, fangen. Wo ist denn jetzt der Hai? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Irgendwann gibt es dich als Abendessen. Irgendwann. Ja, gut. Hier sind noch wunderschön ein paar Krabben. Die könnten wir vielleicht noch mitnehmen. Ja, immer her damit. Du bist mir noch zu klein und würde ich jetzt mal das Boot noch hier wegschieben, weil das da drüben passt mir das nicht so ganz. Ich möchte das eher ein bisschen an mein Lager haben. Ja. Ja. Ich hoffe, dass mir das jetzt nicht kaputt geht hier durch die ganzen Steine. So, wo ist denn jetzt unser... hier drüben. Gut. Weil dann könnten wir ja theoretisch erstmal in dem Boot übernachten, wenn sowas geht. Ich weiß es ja nicht. So. Genau, tut man das jetzt... tun wir das jetzt einfach mal hier hin. Und... Arschhecken. So, wir haben ja, glaube ich, noch ein Paddel. Wo haben wir denn das Paddel? Das könnte man nämlich jetzt erstmal hier wegschmeißen, weil das nimmt uns jetzt bloß Platz weg im Inventar. Haben ja unsere Krabben auch noch drin. Da würde ich sagen, tun wir die erstmal hier so schön in die Ecke. Halt. Na, weißt du. Ach so, falscher Knopf. So, ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Gut, dann würde ich jetzt sagen, war das erstmal der Part 1 hier von unserem kleinen, aber feinen Survival Game. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da oder ein Abo oder einen ganz netten Kommentar. Der würde mir auch schon reichen, weil ich bin hier nicht auf großes Zeug aus. Ich mal will das, weil ich Spaß dran habe und um mehr geht's bei mir hier nicht. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Like, Abo oder einen netten Kommentar.
Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Euer Danny.